Die Wasserrutsche fällt aus. Gäste beschweren sich. Dann der Anruf. Jemand muss kommen und den Fehler analysieren. Das Problem? Es handelt sich um einen Standort in den Niederlanden. Die Folge? Teure Reisekosten und eine langwierige Fehlersuche. Genau da kommt die in dieser Diplomarbeit entwickelte Webapplikation zum Einsatz. Diese bietet den Beta-Betreibern ein Tool, um selbst zu erkennen, ob und wo welche Fehler auftreten. Das erspart die weite Anreise und minimiert so die Kosten. Doch wie funktioniert das Ganze jetzt eigentlich? Im Backend werden mittels eines MQTT-Brokers die von den Wasserrutschen generierten Daten empfangen und mit Hilfe des in JavaScript realisierten MQTT-Clients in einer InfluxDB-Datenbank abgelegt. Nach Aufbereitung der Daten stehen diese über eine API zur Verfügung, die mit Hilfe der JavaScript-Library React.js entwickelte Web-Applikation greift über die API auf die gespeicherten Daten zu. Die Sidebar zeigt den Status aller Rutschen und gegebenenfalls ob und welcher Error vorliegt. Im Diagrammfenster können Rutschen miteinander verglichen werden, sowie Rutschverläufe eingesehen werden. Die im unteren Teil des Interfaces befindlichen Tortendiagramme stellen dar, wie oft gewisse Funktionalitäten im Einsatz waren. Der CSV-Button ermöglicht das Exportieren der Daten in eine Excel-konforme CSV-Datei. Im Admin-Tool werden Nutzer verwaltet, angelegt und deren Berechtigungen vergeben. In der Android-App, programmiert mit Hilfe des Tools Android Studio, können genauso wie bei der Web-Applikation Rutschen miteinander verglichen und Daten abgefragt sowie visualisiert werden. Zudem ermöglicht die Statusseite eine Übersicht über den Zustand der Wasserrutschen. Die für den Cortex M3 Mikrocontroller entwickelte Health Monitoring App, welche mit einem Touchscreen ausgestattet ist, visualisiert EKG-Signale und mit Hilfe der Single Run-Funktion können sogar schnellere Signale mit hoher zeitlicher Genauigkeit dargestellt werden. Das Diplomarbeitsteam bestand aus Lukas Brammer, der für die Android-App zuständig war, Fabian Burger, welcher das Backend und die Health Monitoring Station übernommen hat, sowie mir, Bastian Giesregel, Programmierer der Web-Applikation. Besonderer Dank gebührt außerdem unserem Betreuer Josef Reisinger sowie unserem Kooperationspartner der Firma Wagner Electronics and Design.